seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. To the night, time continues marching, it slowly crawls. With each new one starting, I recall. Ja, moin, willkommen, der Charlie hier. Ah, da sind wir. Musik ein bisschen leiser gemacht, das ist auch noch nicht der Endavatar, ne? Also ich bin gerade beim Erstellen. Da ja etwas Bedarf herrscht, da zu sehen, wie das hier alles ist. Also erstmal bin ich drüber gestolpert, ich habe diese Menüpunkte hier oben gar nicht gesehen. Ich war hier drauf und dachte mir, scheiße, wie kriege ich denn Haare? Dann bin ich erst mal hier rüber gegangen und dann habe ich gesehen, oh, da ist ja noch was. Ja, da kann man denn Haare. Leider nicht so viele Styles, aber na, muss ich mich halt mit einem arrangieren irgendwie, ne? Oh, wäre noch okay. So. Bartstyle habe ich jetzt auch meinen 3-Tage-Bart genommen, aber ich muss noch bei den Mutter und Vater ein bisschen gucken, weil Haare, Farbe, Moment. Hallo? Augenbrauen könnte auch hier brauchen, ne? Dicke, dicke Kinnhöhe, Nasenhöhe, Augenbrauen.
Guck mal, erst ein Style-Bartfarbe. Okay. Farbe. Hat der schon Augenbrauen? Wirklich, ne? Hm. Hab ich da irgendwas übersehen? Gucken wir mal. Erstmal müssen wir hier irgendwie was Charlie halbwegs ähnlich sieht. Da könnte man ja auch noch ein bisschen dran drehen. Ton. Das könnte jetzt einen Moment dauern, ne? Okay. Möchte jetzt nicht irgendeinen Avatar erstellen, der sollte schon halbwegs Charlie auch. Obwohl ich da immer irgendwie ein bisschen ins Klo greife. Der Ton passt doch schon halbwegs von der Hautfarbe her vom ersten Charlie. Ein bisschen heller. Keine Ahnung. Ich glaube, das obere ändert gar nichts. Doch, ändert auch was. Shit. Cheat. So viele Möglichkeiten. Eine großen Augen. Das eine hier hat schon halbwegs gepasst, aber der hatte nicht so eine großen Augen. Vielleicht hier. Von 20 auf 42. Oh, ein cooler Sprung hier, ne? Hier unten sieht man ja 20. Dann springt er auf 42. 18. Wer weiß. Muss man nicht verstehen. Gesichtsdominant. Der hat eine ganz schöne Nase. Nee, das ist nicht der richtige. So eine dicke Nase hatte der Charlie. Tier. Bisschen mit rumspiele, dicker oder kleinere Augen. Kann sein. Das doch mit den Pfeilen hier machen? Nee. Das wäre noch cool. Gehen wir hier mit noch ein bisschen rum. Aber der hat auch schon wieder so eine dicke Nase. So dick war die Nase nicht. Eher. Glaube ich, war die Nase, oder? Aber dann passen die Augen wieder nicht. Das ist so das Schlimme, du hast hier zwei Parameter, an denen du stellen kannst. Wenn du schon nicht die richtige Mutter hast, dann hast du schon verkackt. Ich denke mal, das ist hier mit Mutter und Vater. Bei den anderen Projekten hast du dann immer irgendwelche Namen auszuwählen. Du schiebst halt hin und her und siehst keine Namen.
Ich glaube, mit der Nase kommt das schon fast hin, oder? Aber hier so einen großen Augen. So einen großen Augen hat er nicht. Karat voll der Backseat-Gamer, aber danke. Im nächsten Charakter-Editor. Ich habe eigentlich noch ein Foto von Charlie und so. Heißt also, warte mal kurz. Das können wir doch hier kurz mal mit einbinden. Hinzufügen. Bild. Bild 2. Durchsuchen. Wo haben wir es denn hier? Natürlich, das liegt auf dem Game-PC im anderen Ordner, der nicht freigegeben ist. Moment, Pro Streamer, kopiert schnell Dateien. Haben wir das hier? Channel, den kopieren und da auf Data, genau, und dahin. Den Ordner Stream am besten, genau. Super. Einfügen. So. Jetzt habe ich es über Netzlaufwerk verfügbar. Nee, leider gibt es keine Marder mehr. Und hallo, Madame Mietz. Entweder Schrauben Ausrufezeichen oder Ausrufezeichen Punkte. Jetzt gibt Schrauben hier. Die Marder sind alle tot. Alle gestorben. Verhungert. Keine Kabel mehr gekriegt. Haben wir denn das hier? Charlie, Charlie 1 JPEG. Ich glaube Charlie 1 JPEG. Ballert. Moment, da ziehen wir noch ein bisschen größer. Ich sehe das ja hier in meinem OBS genauso. Das ist eigentlich Charlie. Der Ur-Charlie. Ey, du glaubst es nicht, Eckart. Ich habe immer noch ich glaube 500 Reifen. 500 Reifen habe ich immer noch auf P5. Wenn der Server denn laufen würde, dann. So, das ist der Ur-Charlie, siehst du. Und alles andere ist dann irgendwie danach gebastelt worden. Und der gefällt mir eigentlich auch am besten. Weil er nicht so ein rundes Gesicht hat, nicht so eine großen Augen und so was, ne? Also. Ja, du kannst einerseits auch Slots wieder spielen, ne? Fünf Schrauben verlieren und so. Roulette ist an, jemanden anders. Ja, aber ich finde, man kann den schon relativ gut erkennen, obwohl ich den Hut auf habe. Ich habe das ja auch ausgeschnitten. Das war ein Screenshot, von dem Bild, was eigentlich größer war. Na, Moment mal, Eigenschaften. Wenn ja auch nochmal. Was hier ist denn das normale Charlie JPEG? Ist ja, das habe ich denn schon reingezoomt gehabt. Das Originalbild ist ja eigentlich noch größer gewesen. Ich stehe daneben ACLS-Auto, ne? Also, dann habe ich es mir schon reingezoomt, damit ich größeres Bild habe. Moment, gehen wir mal wieder auf Charlie. Ja, aber es ist ja Charlie 2. Ach so, das ist das noch mal ein bisschen vergrößert. Für Foren und so was nehme ich das dann immer. Da kann man halt schon relativ gut erkennen und ich finde der ist mir. Nee, ich finde, das sieht noch gar nicht ähnlich aus. Der sieht voll rund aus in der Fresse hier, den ich gerade habe. Ich meine, klar, so ein bisschen dunkelblondes Haar und so, das ist noch zu hell, denke ich mal. Ja, pausbäckig und so, das darf nicht sein. Der hat da eigentlich ziemlich. Dreieckiges Gesicht, würde ich jetzt sagen, ne? Und wenn ihr irgendwas seht, was ziemlich gut passt, dann könnt ihr ja vielleicht die Zahl da oben. Er hat ja hier eine Zahl, 37 oder so. Oh, ich sollte das vielleicht mal unter meinen Alert packen. So. So. Falls euch irgendwas auffällt, was gut aussieht, also.
Dunkel kann nämlich auch sein, weil wenn dann die Mutter hell ist, dann kann man lieber so auch wieder heller kriegen, ne? Also muss nicht immer heißen, wenn ich jetzt einen dunklen Vater habe oder, ne? Das ist zu spitz. Die Nase, die würde schon fast passen. Aber die Augen sind noch irgendwie zu glubschig. Weiß nicht. Kommt's auch noch drauf an, Gesicht, Domina? Oh, wird doch voll zum Neandertaler. Ach so, ja. Richtig. Du hast sowas von recht. Du hast sowas von recht. Derp. So. Was ist denn das hier? Warte mal. Gibt ja gar nicht. Ich sehe einen Stream, wo Eckart kein Mod ist. Also Neandertaler wollen wir nicht, aber der hat zu große Augen. Irgendwie, wenn ich zu hier runterziehe, dass die Nase passt, dann hat er zu große Augen. Neandertaler bin ich eigentlich nicht. Also müssen wir irgendwas drehen. Mutter oder Vater halt. Man hier die Farbe noch geändert. Okay. Mal hier noch ein bisschen. Nee. Ihr könnt ja euch gegenseitig versuchen, jetzt zu bannen. Aber ich würde mich an eurer Stelle nicht selber bannen, dann ist das Schwert weg. Bin total unsicher und ich kann jetzt alle Leute verstehen, die beim Charakter-Creator total verunsichert sind. Ich habe hier letztens Deadly Kisset noch ein bisschen zugeguckt, wie sie ihr Mädel erstellt hat und auch total am Rätschen war. Ach, scheiße, das passt hier nicht. Echt bloß das Gesicht. Nee, so richtig. Dominanz vielleicht noch ein bisschen. War da wieder so eine Glubsch oben, ne? Ich glaube, das Seitenprofil ist jetzt gar nicht so wichtig. Die Glubsch oben sind mir am wichtigsten. Das soll keine Glubsch oben sein. Das ist jetzt schwierig für mich. Aber das ist auf jedem Projekt. Weil das hat so einen asiatischen Touch. Guck dich mal nicht einmal um. Da wäre zum Beispiel noch eine Idee, den Charakter in eine T-Pose zu setzen, dass der wirklich nur in eine Richtung starrt. Und dann drehst du ihn in der T-Pose. Da wird das ein bisschen dicker. Holy shit. Glaub nicht. Das passt nicht. Das Problem ist, ich habe da auch keinen Nerv für. Deswegen sind meine späteren Charlies auch irgendwie so scheiße geworden, weil ich dann irgendwann genervt, ja, so passt denn so. Der war doch, nee, oder? Der hat so dicke Nase wieder. Ja, ne, und der hier hat auch so einen asiatischen Touch schon wieder drinne. Geht noch halbwegs von den Augen her. Gucken wir mal. Das ist er doch, oder? Kappa. Moment. Was war das denn hier? Ja, Charakter erstellen ist immer sowas.
Ich meine, kommt immer noch drauf an, wie man so ein Händchen hat, ne? Weil ich habe jetzt auch nicht so wirklich ein künstlerisches Händchen, dass ich jetzt. Ich fasse bestimmt doch total ins Klo mit meiner Farbauswahl bei der Klamotten. Ich glaube, so war der Charlie auch schon mal. Da hatte ich denn, der sah total weiblich aus. Irgendwie passt das immer noch nicht. Zucker-Zatte, danke für dein Loot. Ja, ne? Eigentlich erkennen sie mich so und so am Hut. Das ist ja auch eins der ersten Achievements. Schon wieder so eine Glubsche oben. Er hat nicht so eine Glubsche oben. Er hat schon wieder so eine dicke Nase. Ja, sonst wäre hier alles umsonst. Mein coole Zap-Emote und sowas alles, was ich da habe, wäre ja alles umsonst, müsste ich ja ändern. Wobei, kann man auch ändern. Ne? Alles lässt sich ändern. Hatte der ein bisschen spitzere Nase. Ich habe auch noch ein Bild. Moment, ich guck mal kurz. Irgendwo hatte ich auch noch ein Bild, da guckt er so nach oben. Große Symbole. Das hier. Weil das ist so pixelig und unscharf. Ich kann das ja mal aufziehen ein bisschen. Weil das eben auch aus dem VOD oder einfach aus dem Screenshot rausgeschnitten ist. Und da war ich dann auch Kilometer weit weg sozusagen mit der Kamera. Verdammt. Das ist unbrauchbar, ne? Ich denke mal, diese Charlie 1 oder wie das hieß, ist das hier, das war am besten, da war er am dichtesten zu sehen und ja, ich muss ja noch öffnen drücken. Holy shit, ist das groß, Moment. Moin René. Ein bisschen rausschieben. Ein bisschen in der Höhe. Nee, passt überhaupt nicht. Der hat viel zu rundes Gesicht und so, ne? Also nehmt es mir nicht krumm, da muss ich jetzt ein bisschen Zeit investieren. Weil damit renne ich eine Zeit lang krumm. Ich habe eben schon Charakter gelöscht. Weil ich halt die Optionen hier mit Haare und alles gar nicht gesehen hatte. Und dann erstmal, ja, erstellen kannst du ja später nochmal machen. Dann rannte ich da als Glatzkopf rum. Kannst du knicken, Alter. Lösche ich sofort den Charakter und erstelle neu. Ich habe zwar schon 3-4 Sätze RP gehabt, aber das war ja auch bloß schicker Pullover, weil alle denselben Pullover anhatten. Halt. Da war doch halbwegs was, oder? Dominanz vielleicht noch. Kiek dich nicht so oft um hier. Alter, ich drehe hier durch. Das sind auch so wieder so eine Glubschuhe. Riecht man nicht wirklich klein. Ja, Eckhardt, was meinst du? Ich hab nur die drei gesehen hier. Alle, die drei, mehr nicht. Und dann irgendwann schreibe ich dann hier schon in Discord, ey, hier Haare und so. Kann ich auch Haare kriegen und so? Und dann irgendwann bin ich hier mit der Maus mal zufällig rübergekommen. Hö, da ist ja was. Und dann gehe ich so weiter. Hö, da ist ja auch noch was. Holy shit. Ja. Naja. Weil zu Anfang hatte ich bloß die drei. Da hatte ich dann hier vorne Charlie Force, ich bin männlich angeklickt, ne? Und hier ein bisschen rumgespielt, da das halbwegs aussah und Augenöffnung, ja gut. Das hatte ich alles gar nicht gesehen, deswegen hatte auch keine Haare. Das dicke.
Jetzt kannst du dich mal umgucken. Nee, jetzt guckt deine Kamera. Keiner. Oh, ich habe immer noch nicht den richtigen Charakter, ne? Man kann schon mal mit der Haarfarbe rumspielen. Ich glaube so ungefähr könnte das passen. Weil gibt es halt nicht wirklich viele. Könnte mit Lippendicke noch ein bisschen spielen, wenn man denn so dicke Lippen hat, aber den Zinken kriegt man jetzt nicht kleiner, oder? Kann man hier noch scrollen vielleicht? Nee. Kinnhöhe, Kinnlänge, Kinnbreite, Kinnposition. Ah. Kann ich aufziehen, oder? Hm. Ah, jetzt hat er aber trotzdem noch Glubschaugen, ne? Oben Öffnung. Sieht da so aus, als ob er mal die Augen zukneift, ne? Augenbrauen, Halleluja, ich habe Augenbrauen gefunden. Ja, ich würde die lassen. Normale, glaube ich. Oder? Man möchte ja nicht hier wie Theo Weigel rumrennen. Hier so, ne? Problem, ich bin bei so Sachen total unentschlossen. Natürlich nicht so eine gezupften oder so, so was wäre Quatsch. Aber eher normal, keine Ahnung. So was hier. Oder? Können wir noch an der Augenfarbe drehen? Augenbrauen Höhe, Augenbrauen Tiefe. Nee, das lass mal. Das war eine Nase, können wir rumdrehen. Aber die Nasenhöhe, die hat schon. Ist schon Mist gebaut. Wo ist die olle Nase? Seite angucken. Muss er denn noch zum Typ von den Dings passen? Dann drehen wir hier noch ein klein bisschen dran herum. Ob wir da vielleicht. Die Augenbrauen gefallen mir auch jetzt schon wieder nicht. Verdammt, wo sind die? Sieht denn doch zu komisch. China. Ja, genau. In 6 Stunden? Wieso in 6 Stunden? Dann bin ich aber, glaube ich, nicht mehr im Stream. Und fetzt doch nicht.
Die rennen bestimmt schon alle rum. Ah, keine Ahnung. Drehen auch ein bisschen an den Parametern hier. Irgendwann bin ich denn zufrieden. Das spricht eine Frau. Wenn ich jetzt beim Einkaufen zum Beispiel, ne? Teilweise nur noch schlimmer, ne? Könnte vielleicht mit ein bisschen Vermischung. Nee. Ich glaube, von der Gesichtsform her passt das schon halbwegs. Das ist nicht so pausbäckig. Zumindest irgendwie finde ich die Augen noch nicht richtig passend. Die Nase ist auch irgendwie zu spitz. Ich glaube, das kann man noch verändern. Guck mir die an. Guck zur Seite. Ich dreh dich extra. Warte mal. Da jetzt noch ein bisschen kleiner mache, dass das nicht so wie so ein Nagetier aussieht von der Seite. Den Augen kann man auch noch ein bisschen rumpimpen. Eher, ne? Dann ist das Gesicht schon ein bisschen runder geworden. Den Augen, das gefällt mir noch nicht so richtig. Wie gesagt, man kann ihn dann noch ein bisschen heller machen vom Ton her, aber irgendwie passt das noch nicht. Das haut nicht hin, ich muss ihre Eltern nehmen. Das passt auch nicht. Wieder alles verdreht, ne? Ich weiß es nicht. Irgendwann endet das dann halt in Aufgeben. Ey, geht irgendwie so. So was hier? Ich glaube, ich krieg das nie hin. Ich glaube, ich krieg das nie hin. Den so lasse und hier noch ein bisschen rumspiele. Charaktererstellung ist ja eigentlich noch kein Backseat Gaming, ne? Beeinflusst ja keine RP-Situation. Außer du beeinflusst es so, dass es halt weniger Sprüche gibt. Ey, wie siehst du hier aus? Verdammte Axt. Verdammte Axt.
Sieht schon wieder irgendwie zu eckig aus. Könnte man zwar irgendwie entschärfen, aber dann sieht es schon wieder zu komisch aus. Weiß ich nicht. Genau. Das möchte doch keiner. Ich glaube, das kriege ich nie hin. Wenn ich mir so das angucke. Wenn ich mir so das Foto angucke, das kriege ich doch nie hin. Aber hey, genießt die Musik und so, ne? Vielleicht so mal probieren und jetzt am Vater rumdrehen. Eigentlich gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten. Wir fangen mal ganz unten an. Beide auf Null. So. Wir drehen jetzt am Vater. Am nächsten kommt, könnten wir mal im Auge behalten. Dreh mal am Vater, ja, das klingt falsch. Passiert ja auch eine ganze Zeit. Hundert Schrauben? Meinst du so viel? Ich meine, ihr könnt damit ja auch Sachen machen, ne? Auf dem Panels unten unter meinem Stream, da sind auch zwei so eine Items, die kosten halt 100 Schrauben und das spielt dann Sound ab. Und so ein Fehl und so ein Excellent. Ja, also wenn denn vielleicht noch der Moment, da drehen wir mal ein bisschen dran. Ne? Sind die Augen denn wieder zu weit auseinander? Nee. Also die Nuller-Setting haut irgendwie gar nicht hin. Quatsch. Schrei nicht so laut, sonst timeoutet dich nachher noch ein Mod, wenn du den Bot als Betrüger darstellst. Ich wollte da auch schon mal was basteln. Aber das hat leider nicht funktioniert. Da habe ich einen Timer eingestellt und in dem Timer halt so ein Command versucht. Moment. Warte, machen wir 0 wieder. 21. Ja, aber hat nicht funktioniert. Da wollte ich dann halt so einen Timer alle halbe Stunde oder sowas laufen lassen und dann zieht da random einer Person ein paar Schrauben ab. So wie er seine Bombe so ähnlich. Hat es primär darauf ausgelegt gewesen für irgendwelche Lurkbots, die hier irgendwelche Punkte abgreifen, bevor ich die alle irgendwie manuell sperre oder so, dann verlieren die ihre Punkte, weil sie einfach immer da sind. Wäre aber zu viel Programmieraufwand, das jetzt selber zu lösen. Sind ja bloß Schrauben. Nee, das bringt auch nichts. Okay, ein Mutter einen weiter.
Hier noch ein bisschen an der Farbe dreht. Lichtsdominant. Nee. Gesichtsform schon halbwegs passen würde. Der kickt immer so grimmig, ne? Also den Vater kann ich wohl vergessen. Millionen Marder, die waren doch alle ercheatet von Zecke. Der hat die doch alle für dich rangecheatet und dann übertragen, damit das nicht so auffällt, dass der so reich ist. So. Nee, das ist doch nicht. Okay. Nächster. Machen einfach Mathematik. So viele Möglichkeiten kann das ja nicht geben. Übrigens, Song-Requests sind an, ne? Wenn ihr wollt, wird dann sicherlich auf YouTube gemutet. Also, wenn es geht, keine Songs requesten, die bei YouTube direkt auf der Blacklist stehen, weil dann ist das ganze VOD im Arsch. Dann kann man die Stellen nur muten. Bei wie jeden Stream jetzt in letzter Zeit zeichne ich das hier auch auf. Ich glaube, ich streame mit 720p 60 und ich nehme mit 1080p 60 auf. Kommt doch schon ein bisschen in die Richtung, glaube ich, aber... Große Augen wieder. Das Kinn und die Nase passt, dann sind die Augen irgendwie wieder zu groß oder zu komisch. Versuchen aus dem Modell hier mal was rauszuholen. Dunkler, da bin ich oben. Kriegt man die kleiner oder was? Dann kneift er die auch bloß zusammen. Die werden dann nicht kleiner, die Augen. Sieht dann immer so aus, als ob er die zusammenkneift. Kommt jedenfalls so rüber. Ihr könnt doch für... Nee, Phil Collins vielleicht nicht. Und ihr könnt auch Skip-Songs machen und sowas, ne? Ich habe eingestellt zweimal Skip-Song und dann läuft der nächste. Aber ist halt... die von No Copyright Sounds hier, die Backup-Playlist am Laufen, ne? Kann noch ein bisschen rumspielen. Ich weiß ja nicht. Müsste Mutter probieren. Ist auch schade, dass man jetzt keine Taste drücken kann, dass man so mit Maus verschieben ist, das alles immer ein bisschen. Teilweise geht das viel zu schnell. Ich weiß nicht. Also die Resignation. Ja, nee. Die Resignation setzt langsam ein, dass ich dann irgendwie irgendwann irgendeinen nehme.
Da noch ein bisschen an den Augen rumpimpt. Ja, alle sitzen schon. Ja. Alter, wie lange brauchst du? Ja. Moment, Augenbrauen. Wo sehe ich denn die Augenbrauenfarbe? Nicht, dass ich hier. Halsdicke, Brusthaare, Augen. Augenbrauenfarbe. Nicht rot. Gibt es denn hier alles? Schwarz auf jeden Fall nicht. So hier. Ein Lippenstift drauf, ja. Mobs on Fly, hallo. Willkommen. Keine Ahnung, ich würde jetzt fast aufgeben und den so nehmen. Was sagt ihr dazu? Keine Ahnung. Ja, mach. Madame Mietz will wieder bloß Cringe-RP sehen. Ihr ist das egal. Wie ich aussehe, ne? Hauptsache der Hut sitzt und Cringe-RPs am Laufen. Und die auch ein bisschen zumachen. Oh. Die erste Frau an da, bestimmt nicht. Nee. Klamotten kann ich mir nicht aussuchen, ne? Nee. Gut, denn Charlie, Boss, männlich. Denke mal, geht halbwegs, ja. Was, der ist süß? Moment, ich muss noch was umstellen. So, ich habe erstellt, ich klicke in Spielen. Genau. Süß. Sind wir im Teamspeak. Moment, ich muss kurz raustappen. Ach nee, muss ich nicht. Ich Idiot. Ich hab doch das Bild auf dem Stream-PC. Zack, aus. Mikrofon aktiviert. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Verdammte Axt, ey. Ich glaube, ich will sterben. Ich gehe gleich um die Ecke in eine Mülltonne. Was ist das denn, ey? Ja. Ich glaube, ich gehe gleich in die nächste Mülltonne sterben. Ich sitze hier stundenlang dran. Irgendwie sieht er trotzdem anders aus. Vielleicht sollte ich nicht in-game reden. Ja, ist ja eh ein Test und Alpha. Jetzt ist egal. So, Moment. Wir bleiben nicht auf der Straße stehen. Wir gucken erstmal. Badaboom. Ja, und jetzt könnte jemand für 100 Schrauben hier so ein Fehl kleben oder so. Müsste halt unten in den Panels da gucken. Oder hier Ausrufezeichen. Redeem, Freizeichen Fail. So, jetzt mal gucken, was können wir denn hier machen? Was ist das? Stromtankstelle. Sportwagen. Garage. Motorräder. Superdome, moin. Erstmal gucken, was wir hier überhaupt treiben wollen.
das hier? Kopfbedeckung Frauen, Kopfbedeckung Männer. Ich weiß ja nicht, naja. Gibt es hier auch ein Jobcenter oder sowas? Aber ich merke schon, wenn dann viele Leute im Channel sind, sollte ich vielleicht... Moment mal. Teamspeak ein bisschen mehr Prozesspriorität geben. Zugriff verweigert. Bei einem Admin. Höher. Dann hört man die Leute nicht so lange labern. Da fällt mir was ein. Ich hab noch was gelesen. Hallo? Okay. Komme ich da gar nicht mehr rein, hä? Okay. So, da geht gar keine Taste mehr. GTA 5 Prozess beenden. Ne? Den hilft da nur eins. Channel switched. Uno Momento. Ich muss da noch ein paar Einstellungen ändern. Direktverbindung. Connect. Kaputt. CS Low Profi. Ist nicht irgendeine Konsole? Handy? Power Shooter, danke für dein Loot. Ja gut, sicher, aber da gibt's doch so viele CS-Clones. Genau, das läuft auf Handy. CS läuft auf ein Handy. Da sind doch die Quad-Cores im Handy schon viel zu overpowered für CS. Das ist doch ein uraltes Spiel, aber ja, wer's mag. Wer's mag, der soll's spielen, ne? Denke ich mal noch an den Settings was ändern. Habt ihr gehört, wie lange das jetzt bloß noch ging mit dem Gelaber in dem TeamSpeak Channel? Das hat damit zu tun, wie viel Priorität das TeamSpeak bekommt. So. Ja, wusste ich, dass so was passiert. Kann nur nach unten drücken. Ah, jetzt mit Klick. Der greift dann nämlich noch auf sein Handy zu. Das war das Problem. Ich habe die ganze Zeit das Handy denn ausgepackt. Mach schon wieder. Wieder wegpacken. Ich muss das Spiel so und so nochmal neu starten. Ich muss hier ein paar Sachen runterdrehen. Hab schon wieder oben gedrückt. Schatten. Reflexionsvoll.
Ist auch normal. Können wir testweise auch mal ausmachen. Wollen wir. Channel switched. Ich glaube, jetzt startet aber auch das originale GTA. Ja, das ist ein GIF. Das liegt im Hintergrund und sobald mein Streamprogramm hier kein Spiel erkennt, dann stellt er das GIF im Hintergrund dar und das ist halt dieses No-Signal. Nee, das ist meins. Mit dem No-Signal ist immer, wie gesagt, wenn das Spiel mal crasht oder ich das abschieße oder ausmache. Genau, guter Tipp mit der Grafikkarte. Channel switched. Da ist er wieder. Es fühlt sich besser an. Das fühlt sich deutlich besser an. Oder? Wie vorher? Ich finde schon. Ich bin nicht da, na, wollte anonym bleiben. Okay, Chantal. So. Nee. Ist vielleicht suboptimal, wenn ich mir von dem ersten Geld gleich einen Hut kaufe. Was ist das hier? Krankenhaus. Was ist das hier? Lassungsstelle. Was ist das? Verwahrstelle. Check-in Arbeitsamt. Tuning. Traubenfeld. Traubenverarbeiter. Telefonladen. Ey, Telefonladen wäre doch eine Maßnahme, wa? Wir gehen mal zum Telefonladen. Ey. Warum gucke ich in die Map? Habe ich hier FPS-Drops? Naja, latschen wir da erstmal hin und kaufen uns eine SIM-Karte. Ja, so von der Geschwindigkeit. Ich meine, ich habe grafikmäßig jetzt ein bisschen runtergedreht. Aber von der Geschwindigkeit hier fühlt es sich auch nicht mehr so leckig an. Vorher habe ich richtig gemerkt, den Delay. Ich habe die Maus bewegt und wie's ich. Geht jetzt teilweise auch schon. Wer weiß. Also wer da so ein dicke Portemonnaie hat und sagt, hey, kauf dir mal eben eine Grafikkarte, da unten ist ein Donation-Button, ne? nee, Kappa. Allein da zuschauen reicht schon. Können ja eine Runde joggen. Der Sellout, ne? Ich meine, gibt ja so eine random Millionärs, die laufen durch die Gegend und sagen, ey, was ist hier? Was, du hast keine 1000 Euro für eine neue Grafikkarte? Hier hast du. Ja, alles schon gesehen. Ich meine, man kennt doch die Negativbeispiele. Ich war auch schon im Stream und da hat jemand, wie sich 800 Euro Donate bekommen und nächsten Tag kam das von PayPal, ey, das ist gar nicht deins, ne? Das wurde wieder zurückgezogen und erstmal wegen Geldwäsche-Probleme um Hals und so eine Sachen, ne?
einen gewissen Betrag und so. Naja. Jetzt habe ich Chat gelesen. Ich meine, eigentlich spielt das doch keine große Rolle, glaube ich. Ah, ich gehe mal in Einstellungen, weil das zumindest habe ich das Gefühl gehabt. Moment. Das hat doch jetzt habe ich schon wieder ein Handy ausgepackt. Wenn man hier diese Filterung anschmeißt, dann sieht es ein klein bisschen besser aus. Fühltet sich auch gleich. Geht wieder. Okay. Nee, dann sind die Kanten hier von den ganzen Gebäuden auch nicht mehr so ganz so eckig. Das Handy ist ein bisschen kantig. Naja, so ein bisschen, ne? Inventar, okay. Nein, nicht geben. Ich lasse wieder aus mit I. Das ist Version 1.0. Irgendwann hat Apple auch so angefangen mit so einem Bauklotzteil, ne? Und später kam dann die Fidelity. Ob ich mir überhaupt schon eine SIM-Karte leisten kann? Huch. Das war ein Crash. Channel switched. Das war ein Crash. Direktverbindung. Connect. Ah ja, der Server ist gerade neu gestartet worden. Lese ich gerade in Discord. Changelog tritt 20 Uhr mit einem kurzen Restart ein. Wir gucken auf die Uhr 20:04. Aber hey, gibt ja jetzt Leute, die sagen, never play on Patch Day. Aber ganz ehrlich, ich hatte lange nicht so viele Zuschauer und probiere es auch gerne weiter. Also wenn es mal eins crasht oder mal eins ein Neustart ist, das ist ja kein Problem, das kennt man. Man ist ja GTMP gewöhnt und ich bin realistisch. Ich weiß, dass es hier genauso Kopfschmerzen gibt bei RageMP. Die Fanboys behaupten natürlich, nein, es gibt keine Kopfschmerzen. Sind halt alles Programme und kein Mensch ist perfekt und programmiert alles völlig richtig und irgendwann stürzt doch mal was ab. Channel switched. Channel switched. Ja, eingehauen, Mr. Superdom. Fühlt sich schon wieder so leckig an. Bisschen. Das ist halt meine Kartoffel-Grafikkarte, könnte ich jetzt sagen, ne? Eben war das besser. Machen wir es wieder aus. Sieht halt eckiger, klötziger aus. Thank you.
Mega weit hier kommen. War ich hier nicht schon über die Brücke rüber? Lauf ich den Weg nochmal. Ja, ist richtig. Aber hey, das sind alles bloß Menschen und Menschen machen Fehler, auch wenn das bloß Flüchtigkeitsfehler sind oder so eine Sache, ne? So muss man immer sehen. Da kann man jetzt GTMP, ReachMP, niemanden kann man einen Vorwurf machen, weil das letzten Endes bloß Menschen sind. Und gerade bei größeren Softwareprodukten, die dann richtig Geld kosten, wenn da dann Bugs drin sind, dann ist es wahrscheinlich dem geschuldet, weil der Projektleiter gesagt hat, ey, hier muss fertig werden, morgen ist Release-Tag. Mach mal, mach mal. Dann macht er noch Überstunden, aber kriegt trotzdem nicht alles hin und dann, ja. Auch mit Spielen und so. Dann gibt es ein Day One Patch und so. Alles, was sie noch nicht hingekriegt haben. Kennt man ja. Aber über die Brücke war ich schon rüber, genau. Ob ich für 60, 110? Habe ich gerade Geld gekriegt? Hatte doch 60 Dollar, ne? In meinem Alter. Ich sollte auch mal ein Ziel setzen. Ne? Ich laufe einfach mal in die Richtung. Nehmen wir den hier. Ne? Ja, ist ja richtig. Das will ich gar nicht abstreiten und deswegen hat ja hier ja, die auch immer gemeint mit Refactoring und so, also einige Sachen sind halt nicht so intelligent gelöst, weil man vielleicht noch gar nicht die Spieleranzahl im Blick hatte, wo man das alles entworfen hatte oder so, wer weiß. Oder. Holy shit, das wird ja immer schon gar nicht wissen, was ich jetzt FPS habe. An der Region oder join jetzt. Ja. Voll die Fidelity auf dem Stream, ne? Okay. Ja, genau. Das Problem habe ich ja auch meistens mit irgendwelchen Servern. Ich sage jetzt bewusst keine Namen, aber es sind mehrere Server, wo ich Probleme habe. Und wenn ich dann den GTMP mit dem FreeRoam und dem Spawner-Skript da drinne starte, lokal, damit connecte, habe ich Anschlag 60 FPS und kann rumlaufen. Sobald dann auf den besagten Projekten irgendwie connecte, habe ich nach einer Stunde bloß noch 20 FPS. Connecte schon bloß noch mit 30, ne? Also. Und dann habe ich bloß noch 20 nach einer Stunde. Also. Hm. Komisch. Hier lief das echt vorhin auch schon mal besser nach dem Neustart von GTA. Weiß ich nicht. Jede Software hat irgendwo ihre Achillesfersen und vielleicht ist das doch mein Kackrechner. Er hat ja bloß 4,4 GHz pro Kern. 4 physikalische, 8 insgesamt. Vielleicht muss man totalen overclockten, wassergekühlten oder stickstoffgekühlten 6 GHz pro Kern haben, damit man da alles ruckelfrei zocken kann, keine Ahnung. Wie schon gesagt, mit besseren Grafik-Settings bin ich schon in GTA selber rumgefahren und hab auch auf dem lokalen Server mal ein bisschen rumgedörbt und auch alles 60 FPS Anschlag. Da langweilt sich die Grafikkarte bei.
So schlecht ist die gar nicht, weiß ich nicht. Bin da ja auch bloß ein Script-Kiddie. Wenn Vermutungen anstellt, hat dann vielleicht irgendwelche Skripte auf dem Server zu oft laufen. Und hatten wir ja auch bei P5 mal. Vielmehr war das wegen den Kopfschmerzen, dass sich da wahrscheinlich irgendeine Liste gefüllt hat und irgendwann zu voll war und so. Haben sie auch hingekriegt. Weiß jetzt nicht, ob Sabo da noch dabei war. Das war auch ein Meilenstein. Hat das dann endlich wieder halbwegs gut und performant lief und so. Ja, sicher ist das ein Unterschied. Das gebe ich dir recht. Und je nachdem, wie effizient das noch programmiert ist, ne? Sauber und effizient programmiert ist, dass da nicht unnötige Abfragen stattfinden, dass ich jetzt zum Beispiel gar nicht mitkriege, was mit dem Typen da oben in Paleto Bay ist oder so, ne? Denn wenn das so sauber programmiert ist, dass das gar nicht erst mich betrifft irgendwie, dann wird alles gehen, ne? Selbst wenn dann 300 Leute auf einen Haufen stehen, müsste das eigentlich gehen, wenn man alles so programmiert, dass das darauf ausgelegt ist, ne? So, wenn man denn nicht. Kleinseitig kann man das vielleicht nicht beeinflussen, aber zumindest serverseitig kann man da vielleicht für so eine Sachen vorbereitet sein. Ne? Nutzen 95. Seht ihr die Maus? Wie die geht? Ich kreise mal damit. Ich kreise schneller. Schneller geht gar nicht. Ich habe eine SIM-Karte gekauft. Vielleicht sollte ich doch noch mal das Spiel neu starten. Doch zu viel. Die kann doch eigentlich mehr. Jetzt sind doch hier Experten. Ja. Jetzt sind doch hier Experten. Ihr könnt mir das vielleicht erklären. Ich bin total überfragt in so einer Situation. Ich habe hier ein Programm. Moment mal. Mit dem Programm. Fensteraufnahme nimmt er jetzt im Browser bestimmt, ne? Probieren wir einfach mal. Ne, nimmt er das richtig. Voll am Anschlag. Stellung normal. Wir starten jetzt einfach nochmal. Komplett. Ach, hier komme ich ja gar nicht raus. Aus, aus. Mal checken, sind hier irgendwelche Reste drin, was Speicher und Last frisst. Ist echt komisch. Das war gerade die UAC-Abfrage für Rechte. Da stockt die Musik mal kurz. Ja, das könnte ich auch mal kurz einblenden. Moment.
Das starten. Leistung. Fensteraufnahme. Eigenschaften. Mal durchladen. Würde ja echt verstehen, wenn mein Prozessor irgendwo mit einem Fret am Anschlag hängt oder so. Geburtstagskind, hast heute Geburtstag, dann herzlichen Glückwunsch WWE und alles Gute. Ein kleiner. Also RAM-Auslastung kann es nicht sein, ich habe 32 GB. Wir können ja die Kerne hier mal laufen lassen. Nein. So, legt das nämlich selber auch. Hä, warum erkennt er das Spiel nicht? Ich wollte gerade sagen. Ja, bei mir ist ein neues Projekt los. Hier guckt das mal an. Ja, seht ihr das? Jetzt ist alles wieder gut. Das ist total merkwürdig. Da was verschluckt hat oder so. Nee, nee. Ich hab bloß noch keinen Hut gekauft. Ah, nee. Hut rein. Tio. Geht hier gegen Arbeitsamt? Latschen wir mal zu dem Shop hier und kaufen uns erstmal ein paar Sachen zu essen. Das ist immer was Sinnvolles. Sobald ich das erste Mal in der Karte eben war, fängt das Lecken an. Echt ganz komisch. Darfst du keinen Zielpunkt setzen oder was? Jetzt ist wieder gut. Was ist denn das, Alter? Ich drehe ja am. Ich gehe am Stock. Aber das hat irgendwie was mit Rage zu tun, vielleicht. Ja, ne? Moin, moin, Civi. Deswegen sage ich auch, selbst wenn es technische Probleme gibt, hey, ich teste was Neues und ich habe lange nicht so viele Zuschauer gehabt. Alle willkommen natürlich. Wollte schon sagen, ich rede hier ingame, aber nee, tue ich. Jetzt ist es doch wieder alles flüssig. Was ist da eben, wenn ich Escape in der Karte da was gemacht habe? Ja, ich bin auf einem neuen Server unterwegs, der ist vorhin gestartet und deswegen gucken erstmal alle, was es so gibt. Ich habe mir gerade eine SIM-Karte gekauft. Moment, muss ich die noch einlegen? Keine SIM-Karte. Okay. Steht im Titel. NextRoleplay.cc. I im Karte. I nutzen. Habe ich jetzt eine SIM-Karte drinne? Ja. Cool.
Voll die Funktionsvielfalt an Apps. Aber hey, ist ein neuer Server, da kannst du nichts erwarten. Und seht ihr, der Rechner ist gut ausgelastet, aber eigentlich schlägt er nie oben an. Und jetzt geht's auch. Sieht auch alles wieder halbwegs flüssig aus. So ruckelig. Das kann ich jetzt leider gar nicht nachgucken. Früher konnte man immer Escape drücken und gucken, wie viele drauf sind. Jetzt kann man, glaube ich, auf RageMP auf diese Masterlist mal gucken, wie viele Leute da jetzt drauf sind. Der RageMP-Seite, da gibt es so einen Menüpunkt Masterlist und wenn man da mal raufguckt, da sieht man dann, wo die ganzen oder welche Userzahlen die ganzen Server haben. Von hier aus kann ich das jetzt leider nicht sehen. Ja, na, wenn ich zum Beispiel einen lokalen GTMP-Server starte, dann lasse ich den auch nicht listen. Brauche ich da kein Passwort draufsetzen, weil so und so keiner meine IP-Adresse hat und so, ne? Das ist richtig. Und so ein Entwicklungsserver für irgendwelche Projekte, den würde ich auch nicht unbedingt in die Liste eintragen lassen. Klar kann man damit schon ein bisschen Werbung machen, aber dann hast du die ganzen Griefe auf den Hals, die trotzdem probieren einzulocken und Brute Force und weiß ich was alles, ne, also so hast du den ganzen Ärger ja nicht, wenn er wirklich bloß laufen lässt und den Leuten, die das wissen müssen, halt die IP gibst oder die Subdomain oder den Port. Könnte man theoretisch aber auch so machen. Das war jetzt nicht wirklich Werbung für ein Projekt, wenn man sagte, man lässt es nicht in eine Liste eintragen. Und nur die Leute, die dann whitelisted sind, die bekommen die Zugangsdaten, ne? Könnte man noch machen. Ah, mal gucken. Erstmal Nahrungsmittel gucken, ob hier Nahrungsmittel zu kaufen gibt und vielleicht noch irgend... vielleicht noch ein Konto eröffnen. Könnte auch sein. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da kann jemand eine 1000 Euro Donation reinschmeißen. Ich werde keine Facecam anmachen. Nee, nee. Wenn ihr denkt, könnt ihr das Bild im Kopf behalten mit Brille und Pickel in der Fresse und fettige Haare und so. Wenn ihr so ein Bild habt, behaltet es im Kopf. Kopfkino. Man stellt sich doch immer zu der Stimme jemanden vor, ne? Kann ich hier was einkaufen? Ja. Wieso? Ich denke, das reicht schon, wenn ich im VOD meine Stimme hören muss. Wenn ich mich denn selber danach sehe, wie pleppig ich bin, ich glaube, dann höre ich auf zu streamen. So, was ist denn hier günstig? Milch? Keine Schokomilch? Oh,
Uno, dos, tres. Thunfischbaguette. Tortilla Chips, Käsebaguette, Putenbaguette. Eine Bandage wäre vielleicht auch gar nicht schlecht, ne? Falls ich mir wehtue irgendwie. Die haben mich mit 89 Cent Milch geködert und jetzt gibt hier Wasser für 69 Cent. Verdammte Axt. Sind erstmal preisbewusst und kaufen uns erstmal 20 getrocknete Tomaten. Och nö, ne? Nee, habe ich keinen Platz mehr. Nehmen wir 10. So. Kann ich die auch essen? Nicht, dass ich hier was kaufe, was ich nicht essen kann. Ah, okay. Super. Kann ich die Milch auch trinken? Okay. Verbraucht. Ich habe das Gefühl, die Tomaten bringen nicht so viel, deswegen versuche ich noch 5 mitzunehmen. Natürlich sollte ich die Karte gucken. So, jetzt habe ich Nahrung. Aber wie gesagt, ich habe damit kein Problem, wenn ihr denkt, ich bin zu dick und Pickel und bin übelst hässlich und ist mir egal. Kein Problem. Bin ich vielleicht sogar. Wer weiß. Und primär. Was ist denn jetzt los? Primär geht es auch nicht direkt um mich als Person, denke ich mal. Reingucken, Karte, ob das irgendwas bringt. Dass man damit irgendwas abschaltet, keine Ahnung. Fühlt sich wieder besser an. Also ich habe schon Hack rausgefunden, wenn ich irgendwelche Frame Drops habe, dann gucke ich zweimal in die Karte und dann geht's wieder. Zumindest das subjektive Gefühl ist deutlich besser geworden jetzt. Das ruckelt nicht mehr und so. Aber letzten Endes, die kochen auch bloß mit Wasser, ne? Und wer weiß, was da alles im Hintergrund läuft, noch ist das Projekt nicht groß. Heute eigentlich habe ich darüber. Ja, jetzt muss ich mal in die Karte gucken. Hier gibt es gar keine Bank. Banken hier gar nicht eingezeichnet. Gibt es noch kein Konto? Ich glaube schon. Okay, hier zur Tankstelle. Oh, das ist okay. Könnte sich auch Klamotten gucken. Ein Fahrrad kaufen. Ich latsch mal zum Fahrradladen.
Weil das ja irgendwie nicht logisch ist, dass hier Leute durch die Gegend laufen ständig, latsche ich hier auch ganz gemütlich durch die Gegend. Ne? Sieht man in größeren Städten selten, dass da Leute laufen. Das dauert dann halt so eine Zeit, bis man da ist. Ich kenne ja auch leider noch keine Taxinummer. Ich weiß nicht, ob es Taxis gibt. Aber wir haben schon mal Telefon. Und wenn ich jetzt einen Anruf kriege, dann weiß ich auch, wen ich anscheißen kann beim Support. Weil ich habe meine Telefonnummer bisher nur auf dem Stream gezeigt. Ne? Ja, das ist dann für mich auch ein No-Go, wenn man im Stream Sachen mit ins Spiel nimmt. Können ja mal gucken, das sieht aus wie eine Bank. Hallo? ATM, magst du mich? Nee. Hm. Können ja mal fragen, ob hier was geht. Barandale hier, ey. Huch, hier ist ja offen. Kann hier ein bisschen Geld klauen. Hier aus der Schublade. Auslandsanruf erstmal. Nee, ich glaube, ein Konto kriegt man noch nicht. Vielleicht bin ich auch noch nicht kreditwürdig. Noch ein Loot. Power Shooter, danke. So. Gucken. LKWs gibt da, okay. Orangenfeld gibt's. Traubenverarbeiter. Traubenfeld. Ja, da laufe ich aber nicht zu Fuß hin. Vegetables. Am Engländer gepflanzt, glaube ich. Weinankäufer. Ach so, Traubenverarbeiter, Weinankäufer. Okay. Aha, aha, schon mal was rausgefunden. So könnte man denn, wenn man ein Auto hat und so, ne? Aber hat er noch nicht. Hm? Besser. Und ich weiß nicht, irgendwie hat ich auch schon mal Geld gekriegt. Vorhin hatte ich $60 und weiß jetzt nicht, ob das an den Server-Restart lag oder hatte ich lange noch rumgelaufen bin. Hatte ich mit mal $90. Vielleicht eine Art von Sozialhilfe oder so.
Und ich denke mal, aus Ermangelung da an Möglichkeiten werden sich die Leute dann auch am Pointer irgendwo treffen, da in diesem Würfelpark und so, ne? Der eine oder andere hat vielleicht schon ein Auto. Was wie? Wie will man sich ein Auto verdienen? Sollte ich einfach mal gucken, vielleicht kosten die bloß einen Dollar. Ich habe ja nicht mal geguckt, ne? Das ist ein Abendspaziergang halt. Das kennen wir ja so. Auf allen neuen Projekten spaziert man den ersten Tag erstmal ein bisschen rum. Irgendwie was mit Post oder sowas habe ich noch nicht gesehen, wo man eventuell ein Fahrzeug schon kriegt. Können ja auch mal Meter joggen. Ja, Moment mal, was probieren. Okay. Der Lautstärke habe ich gerade rumgespielt da links. Diese Zirkumflex-Taste kann man in seine Sprachreichweite ändern. Irgendwas war noch auf der Tastatur belegt. Mal so ruhig geworden, der Chat. Redet doch, Leute. Bin leider noch nicht da, aber ich denke mal, das ist eine sinnvolle Entscheidung, erstmal zum Fahrradladen zu tigern. Mein Fahrrad könnte man sich am ehesten leisten. Arbeitsamt habe ich noch nicht gefunden. Wieso ist so eine coole Jacke? Lauf ich rum. Sonne shining. La la la. Die Schuhe sind viel schlimmer. Ja, da müsste ich mir noch so eine Kachelhose kaufen. Ne? Wie du anhattest. Geht aber jetzt komisch, ne? Wie geht der komisch? Ich hab doch ja nichts gemacht. Wie geht der komisch, nachdem ich gezeigt habe? So neu, dass man ein B festhalten muss. Dem Heck kriegt man das immer wieder mal hin. Zumindest habe ich das Gefühl. Trotzdem komisch. Läuft doch komisch.
Ich denke mal, ein Fahrrad ist erstmal wichtiger, damit ich überhaupt durch die Gegend laufen kann oder fahren kann. Bin ich bestimmt der Held mit dem Fahrrad. Ja, andere Schuhe kann man sich mal kaufen und vielleicht noch eine Jacke. Muss auch sehen, in welchen Intervall ich überhaupt Geld kriege, ob ich überhaupt Geld kriege, ob ich mich vielleicht vertan hatte. Dass man kein Einkommen hat, aber ja, dann verhungern die Leute ja reihenweise. Ohne Auto kommst du ja nicht zum Traubenfeld hoch. Ich guck gerade nebenbei ein bisschen auf meinen anderen Monitor, deswegen bin ich hier gerade gegen gerannt. Ihr müsstet unter Option meinen Stream wahrscheinlich auch. Ne, der hat schon ein Fahrrad. Ihr müsstet wahrscheinlich bei Optionen bei Stream auch sehen, dass ich nicht 60 FPS habe. Shit. Da nicht, da müsste das. Könnten was ändern. Ich sehe hier auch die FPS von meinem OBS runtergehen. Wenn ich hier diese Lags ingame kriege. Und kurz ein Tab. Easy shit. Dann gehen wir noch mal auf den Stream PC. Erstmal das Desktop Audio muten. Sonst ist er zu laut. Da. Ganz kleinen Moment, geht gleich weiter. Der Profi ist am Werk. Abend Gamings Org. Entschuldigung. Name falsch gelesen. Dö. So. Geht's auf. Klick Max. So. Dann müssen wir
so gehen, denke ich mal. Lassen wir so. Jo, was geht? Hey, jo, schickes Fahrrad. Ja, danke schön. Ich bin auch gerade auf dem Weg zum Fahrradladen. Was kostet das? Boah, $30. Aber das Ding ist echt, ja. Wäre ja besser als zu Fuß, ne? Ja, das stimmt auch allerdings. Ja, ich kann dich auch einen Gepäckträger vielleicht mitnehmen. Nee, danke. Okay. Schon rausgefunden, wo es hier irgendwo einen Job gibt, wo man Geld verdienen kann? Boah, einen Job? Ich habe keinen Plan. Schau mal in der Stadt, vielleicht, in, keine Ahnung, Zeitungen auskeilen oder so, wäre da bestimmt irgendwie möglich oder. Weiß keine nicht. Ahnung. Also auf dieser interaktiven Karte ist ja auch noch nicht mal irgendwie so ein Arbeitsamt oder. Keine Ahnung, dann wüsste ich jetzt auch nicht wo. Ich weiß bloß, dass es halt wohl ein Traubenfeld gibt, ne? Ah, aber mit Fahrrad braucht man da nicht hinfahren. Ja, das glaube ich auch. Das ist erstens ist weit weg und zweitens kriegt man ja auch nicht viel mit. Ja, ist so. Müsste mal auf meinen Kontostand so schauen, ne? Mal schauen. Wo kann man denn hier auf den Kontostand schauen? Also ich bin schon bei der Bank gewesen, da wollte keiner mit mir reden. Nicht? Vielleicht an der falschen Bank gewesen? Hm. Kann sein. Gibt es hier noch mehrere Banken? Das ist ja auch wieder das Ding. Das ist auch die Frage, ja. Da haben sie recht. Mal gucken. Also, da habe ich ja keinen Plan. Da schauen wir einfach mal, ne? Mhm. Gut, ich fahr mal los, ne? Und man sieht sich bestimmt wieder mal. Na klar. Schönen jo. Abend noch. Dir auch, jo. Ciao. Mikrofon muted. Genau, erstmal einen Supersportwagen kaufen. Ach, da gegenüber ist das schon. Für $30 kaufen wir uns auch ein Fahrrad. Besser als ohne. Microphone activated. Over you. Over you. Hallo. I was scared. Hallo. Ja, glaub nix. Ja, aber freut mich. Zwei neue Gesichter. Ja, muss erstmal Fahrrad besorgen. Weil die Dame alles frisch auf Tisch. Nee. Ja, aber. Ist wohl nicht so Gespräche. Dankeschön. Wow. Ich muss ein bisschen lauter reden. Ich weiß nicht. Verkauft mir ja keiner. Ich weiß nicht, wie ich wegfahren kann für den Herrn, der sein Fahrrad auslösen möchte. Ich muss erstmal diese scheußlichen Klamotten loswerden. Okay. Jetzt. Blöder Händler. Oh.
Microphone muted. Muss ich aber eben dreimal klicken, bevor ich das gekriegt habe und dass das Geld auch abgezogen wurde. Ne? Ah, hier gibt es doch Klamotten. Hier ein Klamottenladen. Die Ecke, ne? Schon mal ein Fahrrad. Microphone activated. Abend. Yes. Okay. Hilfe. Da. Microphone muted. Da mich nicht lassen. Ist hier nur Schuhe. Deckter Button. Stiefel gekauft. Doch einmal habe ich mir welche gekauft. Irgendwie aus Versehen. Ach nee, hier genau, getigerte Flossen, die braucht man. Sollte ich 5 Paar Schuhe kaufen? Shit. Muss ich weiter gucken. Zum nächsten Laden. Kann ich Musik wieder anmachen? Achso, ich hab wieder Chat gelesen. Muss erst mal was trinken, ich hab schon wieder so ein Kratzen in der Stimme. Für $20 kriegt man da bestimmt einen Hut gekauft. Gibt er sich erstmal eine Schokomilch?
Ich mag den Song nicht. Weiter. Wo ist denn hier eigentlich? Moment. Ja, schon. Tipps und Tricks, einfach mal nochmal in die Karte gehen, wenn ihr dasselbe Problem habt. Falschen Knopf gedrückt. Und wenn ich das gemacht habe, dann sagt mir mein OBS am Streamrechner, du solltest dein Fahrrad tanken. Ja. Wir fahren schon die ersten mit Autos rum. Wie geht denn sowas? Wie geht denn sowas? Selbst mit der analogen Steuerung sieht das so aus, als ob du mit einer Tastatur fährst. Fährt der nächste? Denn hier Autos. Halt es mir egal. Erstmal brauche ich noch kein Auto. Jetzt sollte ich in eine andere Richtung gucken. Okay, denn es hat wohl so gewollt. Ja toll, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Müssen wir uns mit Tricks wieder raushelfen hier. Geht das denn vielleicht so? Hm. Nö. Glaub nicht. Kann nicht so schwer sein, hier einen Hut zu kaufen. Kopf, du Kopf. Sieht gut aus. Ich glaube, das geht nicht. Wenn ich mich beim Fahrrad hinstelle, dann bin ich nicht dicht hier noch an diesen Kreis.
Ich sehe schon. Feige. Soll ich mir einen Kachelhut hole? Bad little motherfucker. Was geht? Hüte kaufen, aber irgendwie hat er nicht den Hut, den ich haben will. Verdammt. Hast du gefunden? Nee, noch nicht. Nee. Steht auf dem Etikett Beige und da ist ein Schwarzer, das ist ja wohl. Ist das schon unter Rassismus? Was? Die schwarze Mütze? Die Beige ist? Vielleicht. Heftiger Scheiß. Ein hübsches Fahrrad. Ja, $30 ist mal dabei. $30? Ja. Boah, du hast das Money. Ach ne, ja, bevor ich hier zu Fuß durch die Gegend laufen muss, ne, kaufe ich mir erstmal ein Fahrrad. Ja, klar, das ist verständlich. Deswegen habe ich mir ein Auto gekauft. Was kostet so ein Auto? $500. 500? Wo kriegst du denn so ein Geld 500. Her? Ja, ich habe ein bisschen Leuten ein bisschen das Geld wieder weggenommen, was sie hatten. Ach so. Mit aber so legal? Ja, natürlich legal. Nee, ich meine, so legal kann man jetzt nicht wirklich Geld verdienen, oder? Ich wüsste spontan jetzt nicht, nee. Ich hab irgendwie auf der Web da gesehen, man kann wohl zu einem Traubenfeld fahren, bloß irgendwie mit Fahrrad macht das ja keinen Sinn, ne? Nee. Auto vielleicht. Und irgendwo kann man den Traum auch wieder verkaufen. Bestimmt bei einem Markt oder so. Der Typ steht dann total aus, will deine Traum. In den. Gibt's hier nicht, das stört mich am. Muss ich beschweren gehen beim Typen, der den Laden leitet. Ja. Aber ja, ich muss einfach los, mein Freund. Sehen uns. Muss nur schnell das Cap kaufen. Schönen Abend, denn. Ciao. Ciao. Microphone muted. Chat, was mache ich jetzt? Hier gibt meine Mütze nicht. Ist eigentlich schon Ausreisegrund, oder? Kauf die schwarze, ne? Ich würde dann provokativ einfach die gekachelte kaufen. Hier, provokativ den gekachelten Hut kaufen. Genau, meiner Mietsausreise hattet ja keine Zustände. Ist ein Backtrecker wert. Dann auch wieder die Kachelschuhe dazu und dann gibt es bestimmt auch eine Kachelhose. Genau. Die hat ja Polina letztens vorgeführt, die Kachelhose. Ja, ich meine, der. Aber stört mich mehr, dass ich hier die ganze Charaktererstellung weggeschmissen habe, ne? Ja, so ein toller Song, den man skippen kann eigentlich. Ach, deswegen geht man nicht in Support. Das reporte ich mal als Bug-Meldung und dann ist das gut. Und wenn sie das dann gefixt haben, dann habe ich ja der Hut Beige in meinem Inventar. Ne? Dann ist der ja auch Beige. Deswegen habe ich den ja auch gekauft. Also, wenn sie das fixen, dann ist der auch wieder Beige. Weil sonst würde die Bezeichnung keinen Sinn machen.
Mache ich heute mit schwarzen Hut ein bisschen. Ist zumindest schon mal was ähnliches. Getrocknete Tomate. Mensch, hatte ich ja richtig Glück, dass der Typ mich nicht ausgeraubt hat. Und ihn fragte, wie kamst du denn an das Geld? Jo, ich hab anderen Leuten das Geld abgenommen. Ja, es sind noch ein paar Bugmeldungen. Die Schuhe zum Beispiel, die habe ich eigentlich auch an und nicht angezogen. Jetzt sagt er erst Schuhe angezogen. Ja, das meine ich ja. Und das Gesicht, das habe ich stundenlang eigentlich designt. Das ist ein anderes Gesicht, als ich gemacht habe. Da können mir alle Zuschauer beipflichten, glaube ich. Oh, was willst du jetzt machen? Noch einen Charakter erstellen, der dann nicht so aussieht, wie du erstellt hast für eine Stunde Arbeit? Nee. Dann machen wir erstmal so. Das ist ja so und so, denke ich mal, Test. Jo, was geht, Alter? Jo, noch nischt. Aber ich wäre vorsichtig, wenn du einen Hut kaufen willst, da ist ein Etikett Beige dran. Was für ein Hut, Mann? Na, den ich auch habe. Ob ich ein Fischer bin oder was? Oder kein Fischerhut, Mann. Ja, weiß nicht. Ey, ich wollte mir da vorne mal so ein Halstuch kaufen. Mhm. Aber ich glaube, die sind ausverkauft. Kannst du mir ein bisschen Geld geben, Mann? Ich hab bloß noch 5 mehr. Dollar. Alter, kann nicht sein, Mann. Fahrrad hat alles gekostet. Ey, willst du das Fahrrad abkaufen, Digga? Na, ich hab bloß 5 Dollar. Das ändert ja nichts. Wenn du 5 Dollar, dann kannst du das Fahrrad haben, Alter. Na, ich hab ja schon ein Fahrrad. Suboptimal, glaube ich. Okay, Mann. Ja, tut mir leid, aber trotzdem noch einen schönen Abend. Ne? Aber Alter, ey, kauf dir mal einen anderen. Klamotten, ey, das stinkt dieser Poncho an. Den habe ich schon auch angehabt, die Scheiße. Wenn du mir einen Tipp geben kannst, wie ich an Geld kommen kann. Darfst du jetzt alles ausgeben für dieses scheiß Fahrrad da? Ein Fahrrad und den Hut. Und Alter, ein bisschen Essen. Essen und trinken. Ich würde mal sagen, hast schlecht kalkuliert hier. Ja, wieso? Das muss doch hier irgendwo gemacht, Jobs ich geben. Ich hab einfach mir das Fahrrad genommen. Hat irgendwo rumgestanden. Okay. Naja, gut. Lies mal jetzt nochmal ab. Ja, war einer wohl nicht so schlau gewesen. Jo, hat er Pech gehabt, ne? Na ja, gut, White Boy, ich will dich lange aufhalten, ja. Man sieht sich. Jo, ciao, ciao. Mikrofon muted. Der hätte mir am liebsten noch die 5 Dollar noch abgeknüpft. Könnte ich betten. Ach, wenn das auf den anderen Servern irgendwie so einfach wäre, seine FPS-Drops wegzukriegen, ja einfach Karte auf und wieder zumachen. Komisch. Wie ist das hier? Ist schon mal cool, dass wir da eine Lösung gefunden haben. Dass ich nicht ständig das Spiel neu starten muss. Nicht. Schon wieder abbiegen. Wieder einer mit seiner krassen Musik rumgefahren. Ja, also achtet nicht auf das Gesicht, das. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich da an den falschen Reglern gedreht oder so. An denen man nicht hätte drehen dürfen.
Oder wo ich Speichern gedrückt habe, ist vielleicht noch was umgesprungen. Geht schon wieder los. Kannst jetzt zweimal. Geht's ja gar nicht durch. Holy shit. Vielleicht guckt ja der ein oder andere Dev auf Stream. Zwinker, zwinker. Irgendwas stimmt da nicht. Zumindest bei mir. Kämpfe! $100. Ja, du siehst ja, wie jetzt meine FPS sind und es wird gerade schlimmer wieder. FPS-Einbrüche und ich kann dir schon sagen, wie man das fixt. Einfach mal ins Menü gehen. Also oft hilft das, wenn ich dann echt wenig FPS habe, dann gehe ich einmal in die Karte und drück wieder raus aus der Karte und schon habe ich wieder flüssig. Als ob sich da irgendwas verhaspelt oder so, keine Ahnung. Und jetzt, wo ich weiß, wie es geht, kann ich ja damit dealen. Ne? Ich merke, er wird langsam oder ruckelt, dann kann man jetzt läuft sie auch wieder eine Zeit lang, also keine Ahnung. Ich schätze mal, da wird irgendwas. Oh, jetzt geht's wieder los. Ich schätze mal, da wird irgendwas gestartet. Irgendein Event oder was? Oder irgendwas läuft da im Hintergrund. Jetzt zum Beispiel. Man sieht deutlich da drucken, ne? Zucken und so. Ich dann mal kurz anhalte. Karte auf und wieder zumachen. Nee, hat noch nicht geholfen. Karte nochmal aufmachen. Nochmal zumachen. Habe ich wieder. Manchmal hilft das. Iro, hallo. Brechen. Gerade wenn man darüber erzählt, dass das hilft, funktioniert das nicht mehr. Na, weiß ich. Also mein OBS sagt bloß noch 49,35 FPS. Hat hier das Game abcaptured.
und dementsprechend fühlt es sich an. Mit einmal und dann manchmal krieg's gefixt, indem ich ins Menü gehe. Ja. Aber diesmal bleibt es. Vielleicht liegt das auch an den Leuten, die in der Umgebung sind. Irgendwie ein komisches Idee. Ah, jetzt geht's wieder. Vielleicht war das Inventar jetzt, keine Ahnung. Egal. Ich trigger einfach alle möglichen Sachen, wenn ich das wieder habe und dann passt das schon. Hose. Hier gibt's nur Hosen, okay. Zweimal ins in die Karte gegangen, jetzt läuft es. Ja, keine Ahnung. Manchmal startet das doch so random, also da muss ich gar nicht in die Karte reingehen und fängt es an zu lecken. Also ich denke mal, sind solche Sachen im Hintergrund. Zumindest wenn ich hier in der Karte bin, springt er sofort auf 16. Ich glaube, das sind auch nicht viele Leute, die hier rumstehen. Gucken wir, ob die Karte. Bank, was die Bank sagt. Mikrofon aktiviert. Heyo. Oh, was geht? Gibt's hier ein Konto? Glaub nicht, Mann. Ich glaub, die haben dir das schon automatisch eingerichtet. Okay. Der Automat, der sagt auch nix von mir. Ja, war auch schon ein bisschen verwundert, die Scheiße. Ah, jetzt. Geht's. Hast du schon ein paar Fische gefangen? Nee. Dein Fischerhut. Wo kann man denn hier fischen? Frag dich das ja, du hast einen Fischhut auf. Ich weiß, ob ich einen Fischhut auf hab. Nee, weiß nicht. Oder wo kann man sonst noch so Geld verdienen? Weißt du vielleicht was? Nee, leider nicht. Aber ich hab so ein paar andere gesehen, ey. Die haben, der hat so rote Hose angemeint und sagt, ey, yo, ich bin vor dem Platz, ey. Hab ich gesagt, ich hör nicht richtig, Mann. Ja. Bestimmt. Ich weiß nicht, vielleicht hat er einfach nur Blutung gehabt und hat gemeint, er ist von dem Platz, genau, und rot, genau. Hose rot war. Das ist mein Blatt. Vielleicht hast du ihn bloß falsch verstanden. Ja, hier mein Blatt in der Hose und so. Aber da hab ich nicht mal mein kleines Messer gezückt. Er ist halt gleich weggerannt. Pisser, Alter. Ich hab schon nicht verarscht von dem. Ja. Nur weil er eine rote Jogginghose an hat, ist er gleich von dem Platz, Mann. Nee. Vor allem, wer sind die Platz, ne? Ja, das ist die nächste Frage, Mann. Ich sag ja, Platz. Ist das eine Firma, bedeutet, oder ist das
Auto. Ja, das heißt Blut, Mann. Ja, ja. Hat aus der Hose geblutet, Digga. Oder aus den Ohren, oder... Keine Ahnung. Ja. In manchen Regionen sagt man auch, der Fläche hat der Erdbeerwoche gehabt, Mann. Ja. Würde mich aber wundern. Alle, wer kommt denn da, Mann? Noch so ein unmodischer Typ. Ich glaube, ich fahre mir erstmal einen Pullover kaufen. Ja, musst dir mal, kauf dir mal einen anständigen Pulli, Mann. Ja, mach da. Na denn, tschüss. Nun, ciao. Microphone muted. Hat er mir sein Messer gezeigt. Nee, aber so. Richtig geholfen hat das jetzt aber auch. Microphone activated. Microphone muted. Mute mich. Cyber. Dann ruckeln wir hier noch ein bisschen durch die Gegend. Offenbar funktioniert das jetzt nicht mehr mit dem Escape. Hatte ich vorhin genauso, das hat übelst geruckelt, dann habe ich die Grafik runtergestellt und damit mal ging es wieder. Adler kennt bestimmt nicht an der Grafik. Karte reinklicken. Mal gucken, wo ich überhaupt hinfahre. Nee. Ich steig erstmal ab. Mein Fahrrad zu. Start das Spiel mal neu. Niveau. Nutzt die Gelegenheit gleich, um eine Pause zu machen. Minimal. Und dann. Geht.
Nächster Song. Oh, wieder ein bisschen leiser machen. Es lässt sich leider sehr schlecht steuern. Na, Moment. Ich weiß, wie wir es besser steuern können. Lass das wieder über einen Game-PC laufen. Ich habe ja schon gemerkt, dass das Video hier, was ich YouTube-Video nicht wirklich die Last fressen kann. Player. Da kriege ich das nämlich leiser. Da kann ich die Master Volume vom Windows einfach runterdrehen. In diesem Browser. Oder 35. Ich glaube, so habe ich schon mal ausgesehen, wo ich mich verunstaltet hatte. Nope. Oh, about nope. Kann der sich selber aufnehmen? Das wäre ja Mord. Ja, da ist der. Mal wieder aus. Nee, kann sich selber nicht. Schade. Moment, ich hab noch einen anderen. Da erfassen. Das da. Ich bin genauso viel. Ja, habe auch eine Sekunde Verzögerung, wenn ich Tasten drücke. Weiß ja nicht, mag mal jemand gucken, wie viele Leute gerade auf dem Server sind. Vierundzwanzig FPS schafft mein OBS gerade abzucapturen. Und mehr habe ich auch nicht wirklich. Ich kann rein. Ein paar Sachen dürfte der Rechner nicht so in die Knie gehen. Vielleicht soll es denn nicht sein, weiß ich nicht. Ich meine, so on-stream GTA 9 installieren brauche ich jetzt nicht, glaube ich. Aber ich kann es mal nach dem Stream nochmal alles wegschmeißen. Ich habe noch eine andere Idee. Wir können noch mal was testen. Ach nee, eins raus. Ich habe da noch eine andere Idee. Kleinen Moment. Channel switched.
Ein Self-Auto. So, das weg. Und dann den Ordner auch noch weg umbenennen. Sind aber coole Wecks hier, ey. Am liebsten skippen und gleich auch die. So. Los, lädt. Lasst uns Monitor von der Grafikkarte mal gucken. Ja. Achso, da. Fühlt sich flüssiger an, aber vielleicht schmeiße ich nachher auch mal GTA runter komplett. Installiere das nochmal neu. Man sich da wundern. Meine letzte Möglichkeit wäre jetzt vielleicht noch den Game-PC mal neu zu booten. Wer weiß. Das hat dauert wieder, ne? Hier war ich doch vorhin schon, ne? Schon.
Von 50 auf 30 FPS. Noch eine andere Idee, da können wir hier nochmal hart gucken. Weiß nicht, ob das was bringt. Kümmer. SA, MSA, alles auch. Ich glaube, weiter runter kriegt man das gar nicht. Nö, sehr hoch. Sehr hoch. Ultra könnte ich noch machen. Aus. Aus. Alles aus. Können ja. Enthusiasten V-Sync aus. Aber wie vorher, 36. Fühlt sich auch so an. 36. Wow. Wow, stopp. Stopp. Hör auf zu treten. Vorschläge immer gern gesehen. Ruf mir erstmal eine neue Jacke und dann machen wir noch einen letzten Versuch. Dann starte ich meinen Game-Rechner und gehe neu. Ich weiß, was das ist. Kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass der das nicht schafft oder so. Aber auf. Aus. Oberteil, hey, hier gibt's Oberteile. Der sieht aber auch scheiße aus, hey. Überlege echt schon, den nochmal zu löschen.
need a scarecrow after what you did. Cause all of the birds know that I'm a human, ich bin Blattmann. Da geht hier Hutklamotten. Irgendwie sieht das so ein bisschen aus, als ob er diesen eden Regler bei Vater oder Mutter auf maximal gezogen hat, ne? Die Nase sieht doch total verunstaltet aus. Hm. Ja, so was wollte ich schon immer haben. Hm. Ah, jetzt ruft sich mal diese Oberteil. Wo bin ich, ein Rocker? Ich kauf das. Komische Hose habe ich noch, aber meinen Hut habe ich auch nicht mehr. Uff. Jetzt ist er weg. Du einen angezogenen Hut benutzt. Nee, der abgezogen hast. Ah. Okay. Okay. Hm. Erstmal Powershooter, danke für den Loot. Dann tappen wir mal kurz raus, machen den Muckel mal aus hier, weil dem fehlt gleich die Quelle. Starte ich den. Quest. Hoffen mal, das reißt den Streamrechner nicht mit weg. Eigentlich solltet nicht. Da. Lass ich ein bisschen Mucke laufen. Bin ich wieder da. Channel switch. Disconnected.